Ich gehöre zu denen, die ihr Thema irgendwie fünfmal umgeschmissen haben. Und ich habe mich heute auf dem Flug von Bilbao nach Berlin dann doch nochmal umentschieden, weil das Buch, das ich gerade lese, mich einfach so begeistert. Und deshalb werde ich hierzu einige Dinge sagen, denn es geht darum, wie sich unsere Welt verändert. Und das gilt natürlich auch fürs Fundraising. Das ist das Buch Makro-Wikinomics von Dan Tapscott. Und das Vorläuferbuch Wikinomics hat an sich 2009 geprägt und dafür entschieden, dass ich das mache, was ich heute mache. Also, dass ich in Online-Kommunikation gehe, dass ich immer noch einen Fuß im Non-Profit-Sektor drin behalten will. Das erhoffe ich mir auch gerade von der Fortsetzung. Ist zwar auch schon wieder 4 Jahre alt, aber es hat jetzt endlich den Weg in meine Hände gefunden. Und was Sie darin beschreiben, ist die Anwendung von 5 Grundprinzipien. Und das sind die, die mich geprägt haben in den letzten Jahren. Und deshalb würde ich euch die gerne kurz vorstellen. 5 Principles for the Age of the Networked Intelligence. Und das erste Prinzip heißt Kollaboration. Und Kollaboration ist etwas grundsätzlich anderes als Kooperation. Das ist meistens, wenn wir anders zusammenarbeiten, ist es Kooperation. Der eine macht den Teil, der andere den. Aber Kollaboration heißt auch gemeinsam entwickeln, sich gegenseitig bereichern. Das ist so ein bisschen das Wegkommen vom Einzelkämpfertum. Und das gilt für uns als Person, das gilt aber auch für unsere Organisationsformen. Und Kollaboration, wenn ich erlebe es, wenn ich mit anderen Artikel schreibe, wenn wir eine Studie machen oder Projekte entwickeln, da entstehen Innovationen. Eben weil man verschiedene Perspektiven und verschiedene Disziplinen mischt. Und das finde ich persönlich extrem bereichernd. Und das kann ich euch ebenfalls empfehlen, das erste Prinzip, Kollaboration. Das zweite nennt sich Openness. Das heißt also für uns im Non-Profit-Bereich vor allem der Themenbereich Transparenz und Offenheit. Dieses Wegkommen von Geheimniskrämerei, das wir teilweise innerhalb von Abteilungen, innerhalb von Organisationen, teilweise immer noch erleben. Und bedeutet, uns auch nachvollziehbar zu machen. Also es ist das eine zu sagen, wofür Gelder ausgegeben worden sind oder wie Entscheidungen einer Organisation zustande gekommen sind. Es ist aber was anderes, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, wie sind wir denn zu diesen Entscheidungen gekommen, auf welchen Daten oder was war Grundlage für uns dahin zu kommen. Das macht uns erfahrbar. Das macht das, was wir machen und tun, wie wenn wir unsere Mission erfüllen, verständlich. Und das ist etwas, was wir anstreben sollten. Das hat dann so Entscheidungsformen wie Open Data, also dass zum Beispiel, wenn jetzt rechnerisch oder maschinenlesbare Daten da sind, die kann man auch zur Verfügung stellen und kann sagen, deshalb haben wir uns so und so entschieden und glauben, das ist das Richtige. Und so können wir eben andere auch an der Stelle teilhaben lassen. Und das führt uns zum dritten Prinzip, Sharing, also Teilen. Auch wenn ich jetzt mit Unternehmen zusammenarbeite, die irgendwie auf Patente aus sind und Copyright und so weiter, die sich einen Vorteil verschaffen wollen gegenüber den anderen. Das geht natürlich, aber es geht auch, indem man teilt, kann man anderen einen Schritt voraus sein. Weil man sie dann teilhaben lässt, Dinge zu beschleunigen. Und dadurch, dass ihr selber dafür Grundbausteine gelegt habt, zur Verfügung gestellt hat, könnt ihr gemeinsam ein Stück weiterkommen. Und wo sollte man das nicht, also wo kann man es besser anwenden als im Non-Profit-Sektor, wenn es eben nicht nur darum geht, Profit zu machen, sondern Dinge zu verändern, die Mission unserer Organisation zu erfüllen. Und insofern können wir uns auch Beispiele aus der Forschung, sei es irgendwie Diabetesforschung, sei es das Thema Energiewende, hätte man dort nicht von Anfang an Grundlagen und Technologien und Erkenntnisse geteilt, dann wären wir heute da noch lange nicht so weit, wie wir heute sind. Beispiel aus jetzt eigener Erfahrung, wer kennt noch Demand for Good? Damals das Plakat mit Online-Fundraising-Instrumenten. Also Mike und ich haben uns immer, wenn wir uns gesehen haben, oder wir haben einmal die Woche E-Mails geschrieben, hey, kennst du schon das Tool, kennst du schon das Tool, haben festgestellt, wir selber beschäftigen uns da mit Online-Fundraising, haben aber selber gar keinen Überblick, weil wir immer wieder irgendwo was entdecken und haben dann also ein Plakat gemacht, damals mit dem Fundraising 2.0 Camp, und haben das zur Verfügung gestellt.
und haben das bewusst unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Das heißt, andere können das weiterentwickeln. Bei Sozialmarketing.de haben wir das jetzt in Schriftform gemacht. Das Fundraiser-Magazin hat das jetzt auch entsprechend nochmal aufleben lassen mit dem neuen Universumsplakat. Das geht, weil wir Inhalte bewusst teilen und zur Verfügung stellen. Und diesen Wettbewerbsvorteil irgendwie schneller sein als die anderen und es für uns behalten, gar nicht brauchen, dann werden wir heute immer noch in der Online-Fundraising-Schmuddelecke. Das vierte Thema oder vierte Prinzip ist Integrität. Also ethisches Handeln zahlt sich aus. Also nicht nur, weil wir damit zufriedener leben, sondern auch, weil wir als Organisationen uns damit besser fühlen, besser darstellen, als Gemeinschaft besser wirken können. Und was, also so aus dem politischen Bereich zwei Zahlen, die mir einfach da bei dem Kapitel hängen geblieben sind. 13% der Briten glauben noch, dass ihr Government die Wahrheit sagt. Gucken wir uns unsere politische Szene an, so die letzten Skandälchen, die was gesagt wurde, was nicht gesagt wurde, wenn Obama irgendwie berichtet, 95% Amerikaner hätten Tax Cuts, Steuersenkungen irgendwie erlebt und es gerade mal noch 21% glauben, dann ist es mit der Glaubwürdigkeit von Institutionen im Politischen, aber mit Sicherheit auch, was Non-Profit-Organisationen betrifft, gar nicht immer so gut bestellt, wie wir uns das vorstellen. Auch wir werden häufig hinterfragt. Die sogenannten Shitstorms nehmen natürlich nicht Halt von Non-Profit-Organisationen. Und so etwas passiert dann, wenn wir Fehler machen und nicht dazu stehen. Deshalb Integrität, ethisch handeln, zeigen, darüber reden, ist etwas, was ich persönlich total schätze und deshalb liebe ich auch dieses Prinzip. Und das fünfte Prinzip ist das, an dem man dann Aktivitäten ausrichten kann. Interdependenz, also gegenseitige Verflechtungen. Zu schauen, was, wo, wie Wirkungen aufeinander hat. Und wir als Einzelne in einer Organisation, eine einzelne Organisation, kann was erreichen. Aber wenn wir innerhalb der Organisation uns Verbündete suchen, wenn wir als Organisationen zusammenarbeiten bei gleichen Zielen oder uns auf den einen oder anderen Weg unterstützen können, dann handeln wir letztlich, Susanne grinst schon ein bisschen, führt das an sich zu systemischem Denken und Handeln. Und damit können wir, glaube ich, mehr bewegen. Und das sind fünf Grundprinzipien, die in dem Buch wunderbar beschrieben sind und die haben meine letzten 5 Jahre geprägt. Und vielleicht kann ich euch dazu anregen, auch dieses Buch zu lesen auf Vorgänger Wikinomics, die zeigen, wie das Digitale an sich unsere Gesellschaft in allen Bereichen verändert hat. Und wie wir sie vielleicht auch zu unserem Nutzen und zu unseren Zielen verändern können. Genau. Die Welt verändert sich und wir uns auch und vielleicht kann euch das genauso schöner Leitfaden sein, wie es mir.